Hallihallo da draußen. Heute habe ich meine Tweetlist für euch für den Monat März natürlich. Und ja, ich habe mir wieder einiges vorgenommen. Ja, ich habe mir 8 Bücher vorgenommen und 2, die ich beenden möchte aus dem Februar, beziehungsweise bei einem, weiß ich sicher, dass ich bei einem beenden werde, bei einem, bei dem, genau, bei dem anderen mal schauen, wollte ich sagen. Und ich habe von diesen 8 Büchern, die ich halt komplett lesen möchte, sogar schon eins geschafft und wir haben heute den vierten, von daher läuft's ja so ganz gut bisher. Ja, ich habe es mir ganz einfach gemacht und habe einfach erstmal die Bücher von dem Project 5 Books, die noch übrig sind, auf die Liste gepackt, dann das Buch aus dem Subvoting, was ich ja letzten Monat gemacht hatte, obendrauf dann 2 Bücher, die ich mit anderen YouTubern zusammen lese und dann war die Liste schon fast voll. Welche Bücher das sind, zeige ich euch jetzt. Vielleicht erstmal die, die ich hoffe zu beenden. Das, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich da besonders weit kommen werde im März, ist das Flammende Kreuz. Ihr erinnert euch vielleicht an meinen Monatsrückblick. Da habe ich gesagt, ich habe von den 1200 irgendwas Seiten, die dieses Buch hat, bisher 125 gelesen. Ha. Und ja, ich versuche jetzt im März ein paar Seiten noch weiter zu lesen. Mal schauen, wie weit ich da so komme, aber dieses Buch, das ist echt nur sowas, was ich zwischendurch lese, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Konzentrieren tue ich mich auf sämtliche anderen Bücher, die auf meiner To-Read-List stehen. Und das andere Buch, was ich auf jeden Fall aber beenden werde, ist das Buch aus Blut und Schatten von Robin Wassermann. Da bin ich so weit, Seite 340, glaube ich, und habe noch 200 Seiten vor mir. Ja, muss erstmal wieder richtig reinkommen in die Geschichte. Und was wollte ich sagen? Achso, ja, das werde ich auf jeden Fall beenden, weil es halt auch Teil des Project 5 Books ist und ich mir jetzt demnächst endlich wieder neue Bücher kaufen will. Aber dazu muss ich die Bücher natürlich erstmal alle gelesen haben, die auf der Liste stehen. So, dann hatte ich mir draufgepackt auf die To-Read-List ein Buch, was ich aus der Bücherei ausgeliehen habe, nämlich von Kevin Brooks Bunker Diary. Das Buch habe ich schon beendet. Da geht es um ja, 6 Personen, die entführt werden. Der erste von ihnen ist, oh Gott, wie war sein Name? Ich habe seinen Namen vergessen. Ist doch nicht zu fassen. Ein Junge, 16 Jahre alt, und der heißt, hahaha. Keine Ahnung. Ist das sein Ernst? Ich weiß, dass er uns seinen Namen verrät. Ich weiß aber echt nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch darum, dass 6 Leute entführt werden. Nach und nach. Der Protagonist, der halt dieses Tagebuch hier schreibt, also es ist in Tagebuchform geschrieben, der wurde als erstes entführt und landet halt in einem Bunker, wo 6 Zimmer sind, eine Küche und ein Badezimmer und wirklich überall sind Kameras und Mikrofone angebracht. Und Moment. Stand sein Name hier? Ich glaube es nicht. Mich nervt sowas. Linus. Ha, genau. Er ist Linus. So. Und er war halt der Erste, der in diesem Bunker gelandet ist. Und nach und nach kamen dann noch 5 weitere Personen dazu. Und sie alle wurden halt brutal entführt und leben dann halt in diesem Bunker. Keiner weiß genau, wer sie entführt hat und warum. Und die einzige Verbindung mehr oder weniger zur Außenwelt ist ein Aufzug, der halt morgens hochfährt und abends wieder runter in den Bunker, aber der stellt halt auch keine Fluchtmöglichkeit dar, weil er von ihrem Entführer gesteuert wird und sie bekommen dadurch halt immer nur so ein paar Sachen gebracht, gute wie auch schlechte. Und ja, es geht halt um dieses Leben der Entführten in dem Bunker, um ja, Konflikte, die es da zweifellos dann natürlich gibt. Um mögliche Fluchtversuche und so weiter. Und ja, mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein spannender Thriller, würde ich sagen. Ich habe es in 2 Tagen weggelesen. Es liest sich wirklich richtig schnell, richtig gut. Es ist halt Tagebuchform, also es ist ein bisschen ja, so lässig geschrieben, sage ich mal, so wie Linus auch sprechen würde. Und der schweift auch öfters mal ab und berichtet einfach so, worüber er so nachdenkt und ein bisschen was aus seinem früheren Leben, dann wieder, was gerade in dem Bunker so geschehen ist. Dann gibt es Stellen, wo er seinen Gedanken einfach wirklich nur so freien Lauf lässt und man liest sich das durch und denkt sich so ein bisschen, okay, hast ein bisschen Lagerkoller wohl da unten gekriegt. Was ja total selbstverständlich ist, was dieses Buch auch recht realistisch macht. Was auch sehr eindrucksvolles, sage ich mal, ist das Ende des Buchs.
Ich habe mich erst total drüber aufgeregt. Ich sage euch jetzt natürlich nicht, wie es endet. Ich habe mich erst richtig drüber aufgeregt, bis mir dann zum einen klar wurde, dass man sich am Anfang schon denken kann, dass es so endet, wenn man genau liest, weil er halt auch beschreibt, warum er dieses Tagebuch schreibt und was er damit machen möchte und bla bla bla. Und da ist eigentlich schon klar, okay, es muss so kommen, weil sonst würden wir das jetzt nicht lesen. Und dann, ja, ist es halt auch ein sehr realistisches Ende. Es ist halt ein Ende, wie es halt wirklich häufig ist, sage ich mal. Also da ist nichts irgendwie dran beschönigt oder ja, es ist eigentlich ein frustrierendes Ende, aber ein realistisches eins, wie was halt wirklich zeigt, okay, so kann es laufen. Ich will nicht zu viel verraten. Lest es euch einfach selbst durch. Ich kann es wirklich empfehlen für jeden und ich werde dazu noch eine Rezension drehen. Das kann aber noch ein, zwei Wochen dauern, bis ich die hochlade. Und ja, die könnt ihr euch ja mal ansehen, wenn ihr neugieriger auf dieses Buch seid. Es ist auch nicht besonders dick. Es hat 288 Seiten, von denen einige echt nur mit, also gerade zum Ende hin, echt kurz und knapp nur gedruckt sind. Und die Schrift ist auch also recht groß, finde ich. Von daher liest sich das wirklich schnell weg. So, dann habe ich auf meiner Liste schon angefangen, auch das Buch von meiner Project 5 Books Liste. Memento, die Überlebenden von Juliana Baggott. Da geht es ja auch wieder um eine Zukunft, wo die einen in der zerstörten ja, Außenwelt, sage ich mal, leben müssen und die anderen privilegiert unter einer Kuppel. Wie es dann aber so ist, bricht jemand aus dieser genau, aus dieser Kuppel, aus dem Kapitol aus. Das ist der eine Protagonist und die andere Protagonistin lebt halt schon draußen und die beiden treffen sich halt und flüchten dann gemeinsam vor dem Militär und sind auf der Suche nach der Wahrheit über dieses ganze Konstrukt, was es da halt gibt. Ich habe bisher gelesen 172 Seiten und ich muss sagen, dieses Buch ist gewissermaßen etwas merkwürdig, aber es gefällt mir bisher ganz gut. Es liest sich eigentlich recht angenehm, auch wenn ich erst geschockt war, wie klein die Schrift einfach mal ist. So, das kannte ich nicht so von so einem Jugendbuch, aber okay. Aber es liest sich eigentlich recht gut. Das ist nur, wie gesagt, wirklich merkwürdig irgendwie. Also es gibt da so ein paar seltsame Entwicklungen und Gestalten und ich weiß noch nicht genau hundertprozentig, was ich davon halten soll. Ich werde es dann spätestens im Monatsrückblick berichten, wenn ich euch sage, wie mir dieses Buch gefallen hat. Bisher könnte es in beide Richtungen gehen. Das könnte so in eine Richtung gehen, wo ich mir so sage, oh Gott. Den zweiten Teil lese ich auf keinen Fall. Es könnte aber auch in eine Richtung gehen, wo ich total begeistert von bin am Ende. Es lässt sich nur nicht so genau sagen. Ich bin dann noch sehr zwiegespalten. Mal gucken. So, dann ebenfalls von meiner Project 5 Books Liste. Ich habe sie alle drauf, alle übrigen vier. Beziehungsweise zwei habe ich jetzt angefangen. Also sind dann noch zwei, die ich noch nicht angefangen habe. Egal. Von Cressley Cole. Poison Princess, das wollte ich unbedingt haben. Ich weiß es noch genau. Ich habe es bei Amazon gesehen, bevor es erschienen ist und dachte, das ist was für dich. Das musst du haben. Habe es mir direkt gekauft und ja, wie das halt so ist, es steht immer noch hier rum. Ungelesen. Ist der erste Teil einer Reihe, auch einer, ja, Dystopie, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Spielt aber auf jeden Fall in der Zukunft und ja, die Welt wurde zerstört und ist trocken und öde und es geht um Ivy, die irgendwie Visionen oder eine Vision hatte, die plötzlich wahr wird und dann lernt sie Jack kennen und sie finden gemeinsam heraus, dass es halt an Ivy liegt, den Schlüssel zu neuem Leben zu finden und dass es halt ihre Bestimmung ist, aber gleichzeitig ist es auch ihre Bestimmung, den Tod zu bringen, wie auch immer man das jetzt verstehen darf? Ich weiß es nicht. Ich schätze, ich muss das Buch dafür erst lesen. Und ja, ich bin da schon sehr gespannt darauf. Allerdings ist es auch etwas dicker. Es hat 600 Seiten, ist aber auch ja, recht großzügig geschrieben. Also größer geschrieben. Die Seiten sind sehr großzügig bedruckt. Also halt so, ne? Und ja, ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ich dachte einfach, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das ist bestimmt was für dich, das gefällt dir bestimmt und wollt's haben und willst jetzt auch endlich lesen. Ich freue mich da schon drauf. Ich habe gehört, dass es verfilmt werden soll.
Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das gelesen hatte. Auf jeden Fall, ich glaube, irgendjemand hat auf Facebook ein Foto gepostet von der Hauptdarstellerin und hat geschrieben, wieso sie? Weil sie wohl nicht in die Rolle passt. Und ich habe mir das Foto angeguckt und war dann irgendwie so ein bisschen neugierig darauf, ob dieses, also die Schauspielerin auf die Rolle passt, auf die Protagonistin von dem Buch passt. Und das hat so den Anstoß gegeben, dass ich es jetzt auch erst recht lesen will, weil ich das jetzt unbedingt wissen muss. Und wenn es verfilmt wird, muss ich es ja jetzt sowieso bald lesen. Und weil es zum Project 5 Books gehört, muss ich es sowieso auch lesen. Und von daher führt kein Weg mehr dran vorbei. Und diesen Monat werde ich es lesen. Und ich denke, ich werde damit auch, sobald ich Memento beendet habe, anfangen, weil ich auch wirklich sehr neugierig auf das gute Stück bin. Mittlerweile ist ja sogar schon Teil 2 draußen und ich habe noch nicht mehr Teil 1 gelesen. Katastrophe, es wäre mir früher nie passiert. So, dann habe ich ein weiteres Büchereibuch auf meinen Lesestapel gepackt, nämlich von Amy Kathleen Ryan, Sternfeuer, gefährliche Lügen. Das ist der erste Teil der Trilogie, ist es, glaube ich. Und ja, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es geht. Es ist irgendwas mit Planeten. Genau, ein Raumschiff auf dem Weg zu einem anderen Planeten und dort wurden schon ein paar Kinder geboren auf dieser langen Reise. Dazu gehört auch Waverly und von ihr wird erwartet, dass sie ihren Freund Kieran oder wie auch immer er heißt, heiratet. Aber sie weiß gar nicht, ob sie halt dazu schon bereit ist und plötzlich taucht das Schwesternschiff der Empyrean, also des Raumschiffs, auf und greift die an und alle Mädchen werden entführt und ja, Waverly versucht um jeden Preis zu ihrem Freund zurückzugelangen. Ich finde, das klingt sehr spannend. Ein bisschen dystopisch, ein bisschen Science Fiction. So, ich bin da ja sehr gespannt drauf. Ich habe allerdings auch hier schon gespaltene Meinungen gehört, sowohl sehr positive als auch sehr negative. Und von daher mal schauen, wie es mir so gefallen wird. Das war auch der Grund, warum ich mir das Buch nicht gekauft habe. Aber ich wollte es jetzt trotzdem mal lesen, habe es mir deshalb ausgeliehen. Und ja, sieht so dünn aus, aber es hat doch fast 500 Seiten. Also es ist schon Unterschied, wenn man sich manche andere Bücher so anguckt. Ja, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt darauf. Falls ihr es schon gelesen habt, sagt mir doch mal eure Meinung. Bin ich ganz neugierig drauf, weil, wie gesagt, ich habe da schon viele verschiedene Sachen zugehört. So. Und jetzt schlafen schon wieder meine Beine ein. Also irgendwie lerne ich es auch nicht, dass ich mich nicht auf meine Beine setzen sollte, weil dann kann ich irgendwann nicht mehr sitzen. So, ich habe dann als letztes Buch von meinem Project 5 Books Stapel hier Lucien oder Lucien, wie auch immer, von Isabel Avedi. Das ist ja eine große Liebesgeschichte. Halleluja. Meine Zunge verknotet sich schon wieder. Ja, von zwei Mädchen, die vor. Zwei Menschen. Jetzt ist der Wurm drin. Zwei Menschen, die sich von Anfang an zueinander hingezogen fühlen und die ein, ja, gemeinsames Geheimnis verbergen, beziehungsweise sie wissen, glaube ich, gar nicht direkt was davon. Keine Ahnung, es klingt sehr fantasymäßig, also so ein bisschen zumindest. Und nach Liebesgeschichte und ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe von Isabel Abedi bisher nur ein Buch gelesen, das hat mir recht gut gefallen. Hatte zwar auch ein paar Schwächen, aber gut genug auf jeden Fall, um von ihr ein weiteres Buch zu lesen. Nichtsdestotrotz habe ich mich hier schon ewig drum rumgedrückt. Ich bin zwar einerseits neugierig drauf, aber andererseits habe ich nie die Motivation gefunden, es zu lesen. Von daher ist es wahrscheinlich ganz gut, dass es auf der Liste von Project 5 Books gelandet ist, sonst würde ich es wahrscheinlich noch immer ewig vor mir herschieben. Aber so werde ich es diesen Monat endlich lesen und ja, dann mal gucken, wie es mir gefällt und ob es ja richtig oder falsch war. Richtig oder falsch war, das Ganze so lange vor mir herzuschieben oder ob ich mich ja ärgere, weil ich es halt noch nicht gelesen habe und es viel früher hätte lesen sollen, weil es mir so gut gefällt. Mal gucken, ich bin sehr gespannt drauf. Dann werde ich ein Buch lesen, was, ja, für das ihr abgestimmt habt, nämlich von Amy Carter, Das göttliche Mädchen. Das hatte ja im Subvoting im Februar gewonnen. Und ja, ich freue mich recht darüber, weil ich auch sehr neugierig auf dieses Buch bin. Und ich mag ja griechische Mythologie total und die Geschichte von Persephone und Hades, die hier halt auch eine große Rolle spielt. Und von daher freue ich mich da schon sehr drauf. Und ich werde es irgendwann lesen, wenn ich mal, ja, so ein bisschen was Kurzweiliges haben will, wenn ich nicht so viel Zeit habe oder im Stress bin, weil es halt
nur an die 300 Seiten hat und ich denke, es wird sich recht schnell weglesen lassen dann. So, die nächsten beiden Bücher lese ich mit anderen Booktubern zusammen. Zum einen, fast schon, ja, obligatorisch mit Clary Morgenstern zusammen lese ich Angel Fall von Susan E. Fürchtet euch nicht, ist der Untertitel. Das steht auch schon eine ganze Weile bei mir rum. Da geht es ja darauf, dass die Engel auf die Erde kommen und alles zerstören, also nicht besonders gut sind. Und von Penryn, die kleine Schwester, wird halt von einer Gruppe Engel entführt und begleitet wird sie dabei von einem gefallenen Engel und weiß aber nicht so recht, ob sie ihm wirklich vertrauen kann. Ich finde, das klingt sehr spannend. Ich habe gehört, dass dieses Buch doch recht brutal sein soll. Und ja, mal schauen, wie es mir letztendlich gefällt. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Fortsetzung ist. Also ich weiß, dass auf Englisch der zweite Teil schon rausgekommen ist, aber ich habe keine Ahnung. Da müsste ich echt mal nachgucken, ob es auf Deutsch auch schon weitergeht. Ob es da überhaupt auf Deutsch weitergeht. Nicht, dass jetzt ich den ersten Teil lese und der nächste kommt nicht auf Deutsch raus. Das wäre sehr ärgerlich. Habe ich gerade erst von einem anderen Buch erfahren und ich ärgere mich immer noch tot darüber. Von daher hoffe ich mal, ihr könnt es mir ja mal sagen, wenn ihr das wisst, dass da der nächste Teil auch auf Deutsch rauskommt, weil sonst muss ich ihn auf Englisch lesen, wenn mir das Buch gefällt und das finde ich nicht so prickelnd. So, und ja, was ich dann noch mit einer anderen YouTuberin zusammenlese, ist Saving Phoenix von Joss Stirling. Das ist der zweite Teil der Macht der Seelen-Trilogie und das lese ich mit Jessie von Melody of Books zusammen. Und ich freue mich schon darauf. Wir haben den ersten Teil auch gelesen, also zusammen gelesen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir hatten auch eine recht gleiche Meinung zum ersten Teil, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das bei der Fortsetzung sein wird. Und ja, ich freue mich da wirklich schon drauf, weil Teil 1 hatte zwar die ein oder andere Schwäche, aber insgesamt hat es mir wirklich gut gefallen und war vor allem an einigen Stellen auch einfach witzig und hat sich sehr gut lesen lassen. Und ich hoffe, dass es in Teil 2 genauso wird. So, das war sie, meine To-Read-List für den März. Ich bin gespannt, was ich so schaffe. Ich bin aber auch recht zuversichtlich, dass ich viel von dem schaffen werde, was ich mir vorgenommen habe. Weil bisher hat der Monat recht gut angefangen und es wird jetzt auch wieder sonnig. Und vielleicht ist bald das Wetter so, dass man sich auch mal eine Stunde nach draußen setzen kann, ohne dass man gleich erfriert. Und dann könnte ich draußen auf der Terrasse oder im Garten ein bisschen lesen. Und dann schafft man einfach viel mehr. Und ich weiß, dass ich ab jetzt eigentlich schon, also dass ich diesen Monat halt wieder ein bisschen mehr Freizeit habe als in manch anderen Monaten. Und allein schon die Vorfreude darauf, weil ich im Anfang April habe ich endlich Urlaub, 3 Wochen. Und da werde ich lesen, was das Zeug hält. Und jetzt ist schon so diese Motivation und diese Vorfreude darauf ist jetzt halt schon da. Und deswegen glaube ich, das wird mich halt auch mehr anspornen, sodass ich mehr schaffe. Und ach ja, ich habe einfach das Gefühl, es wird ein guter Monat. Ich hoffe, es wird wirklich so. Lasst euch überraschen. Ich werde, ja, spätestens im Monatsrückblick werde ich berichten. Ich denke, dass ich diesen Monat auch wieder mehr Videos drehen werde. Das war im Februar, hatte ich echt so eine YouTube-Flaute irgendwie. Nicht, dass ich nicht wirklich keinen Bock gehabt hätte und mir so dachte, will ich nicht mehr. Sondern es war einfach, wie man es halt mit den Büchern manchmal auch hat. Man hatte schon Lust, aber irgendwie auch nicht. Also praktisch wie eine Leseflaute. Nur mit YouTube. Und dann wusste ich auch teilweise echt nicht so, was drehst du jetzt mal? Mir fehlten auch einfach irgendwo so die Ideen. Und dann war ich krank und dann war das Wetter ätzend und dann hatte ich keine Lust. Und aber jetzt im März wird alles anders. Der Frühling ist da und ich bin ja jemand, der blüht dann auf wie die Blumen draußen. Okay, ja, jetzt mache ich lieber Schluss, bevor es hier noch peinlich wird. Schreibt mir doch, was ihr euch so vorgenommen habt, welche Bücher ihr davon lesen wollt, ob ihr gelesen habt, meine ich, ob ihr Rezensionswünsche habt und so weiter. Ich freue mich auf eure Kommentare und das war's dann an dieser Stelle erstmal von mir. Tschüss. You're on a different road, I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're just so hard to please, we gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s kid. I love it. I love it.